CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am 29. Juni 2006 hat die damalige Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen von einem historischen Moment gesprochen. Das war nämlich der Tag, als dieses Hohe Haus mit den Stimmen der Großen Koalition das Elterngeld eingeführt hat, das dann zum 01.01.2007 in Kraft getreten ist. Das Elterngeld sozusagen die große Schwester des Elterngeld Plus, über das wir heute debattieren. Und der Tag war deshalb historisch, weil es damit möglich wurde, dass sich Eltern im ersten Jahr nach der Geburt eines Kindes eine Auszeit nehmen, die finanziell auch mit staatlicher Unterstützung so gut unterlegt ist, dass man sich die Auszeit auch gut nehmen kann. Damit sollte auch Menschen Mut gemacht werden, sich gerade für das erste Kind zu entscheiden. Historisch auch deshalb, weil zum ersten Mal die Väter in den Blickpunkt der Familienpolitik gerückt worden sind. Vätern sollte der Rücken gestärkt werden, wenn sie sich zusätzlich zur Elternzeit ihrer Partnerinnen noch für die Familie engagieren. Dafür wurden die Partnermonate geschaffen, und damit wurde auch eine kleine Revolution in unserem Land in Gang gesetzt. Und wenn man sich die Leistung jetzt anschaut, dann sieht man, dass diese Ziele auch alle erfüllt wurden. Das Elterngeld ist eine der beliebtesten familienpolitischen Leistungen, weil die Eltern eben sagen, wir haben Zeit für die Familie, gerade in diesem wichtigen ersten Jahr, weil die Männer sagen, auch wir werden nicht mehr schief angeschaut, wenn wir im Unternehmen sagen, ich bleibe mal einige Monate zu Hause, um eben Zeit mit der Familie zu verbringen. Und wenn man in die Betriebe schaut, dann sieht man, dass dadurch schon ein kleiner Kulturwandel in den Unternehmen begonnen hat. Also das Elterngeld ist eine wahre Erfolgsgeschichte, und ich habe den Eindruck, dass das heute auch die Fraktionen der FDP, der Grünen und auch der Linken so sehen. Das ist ganz schön, denn damals hatten sie leider gegen das Gesetz, gegen die Einführung des Elterngeldes gestimmt. Es ist eben Kernelement christdemokratischer Familienpolitik, Familien nicht vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Wir wollen eine möglichst große Vielfalt der familienpolitischen Modelle unterstützen. Wir wollen, dass Familien sich die Konstellation aussuchen können, die für sie am besten ist. Das Stichwort Wahlfreiheit ist ein ganz wichtiges Element christdemokratischer Familienpolitik. Und deshalb haben wir auch schon sehr früh darüber nachgedacht, dieses wichtige Instrument des Elterngeldes noch weiter zu flexibilisieren, es noch attraktiver zu machen für die unterschiedlichsten Modelle. Und deshalb hat bereits Ursula von der Leyen 2009 über das sogenannte Teilelterngeld nachgedacht. Und das haben wir dann wieder in der Großen Koalition mit den Sozialdemokraten 2015 eingeführt als Elterngeld Plus. Diese Grundidee des Teilelterngeldes, nämlich man kann über 24 Monate Elterngeld beziehen, wenn man Teilzeit tätig ist, und hat damit sehr viel mehr Flexibilität und Spielraum, den Familienalltag zu gestalten. Diese Grundgedanke des Teilelterngeldes haben wir dann als Elterngeld Plus verstärkt um die Komponente der Partnermonate eingeführt. Und auch Elterngeld Plus, die Ministerin hat es gesagt, ist ein absolutes Erfolgsmodell. Die Paare sind sehr zufrieden mit dieser familienpolitischen Leistung, weil sie wiederum sagen, wir haben Zeit für Familie, wir haben eine finanzielle Absicherung, und auch die Väter haben mehr Möglichkeiten, sich für die Familie zu engagieren. Und ich will vielleicht nur mal zitieren aus den Zitaten, die im Rahmen dieser Umfrage unter den Eltern gemacht worden sind. Da sagt etwa ein Schlosser, ein Angestellter: Wichtig finde ich das Elterngeld wegen dem Geld natürlich, aber auch, weil ich das Gefühl habe, dass meine bisherige Arbeitsleistung irgendwie vom Staat wertgeschätzt wird. Oder ein weiterer Angestellter sagt: Besonders wichtig ist für uns das Elterngeld, weil wir so Zeit mit unserem Baby verbringen können. Das ist wirklich eine enorme Leistung, denn Zeit ist ein hohes Gut. Das merken wir jetzt besonders. Und jeder, der diese Erfahrung selbst gemacht hat, der wird genau das bestätigen können.
Und diesen positiven Bewertungen des Elterngeldes und des Elterngeld Plus schließen wir uns als Unionsfraktion explizit an. Das Elterngeld Plus ist gut, weil es der Vielfalt der Familien gerecht wird, weil es die Wahlfreiheit stärkt, weil es flexibel ist und Eltern dabei unterstützt, Zeit für Familie zu haben und eben Beruf und Familie optimal vereinbaren zu können. Wir haben durch diese Leistung, das hatte ich gesagt, hat sich vieles in unserem Land verändert, aber wir alle wissen, dass wir hier noch nicht am Ende angekommen sind. Und deshalb haben wir im Koalitionsvertrag erneut mit den Sozialdemokraten ein ganzes Familienpaket vereinbart. Und ich kann sagen, das ist die größte Familien- oder ich denke, es ist die größte familienpolitische Entlastung, die wir jemals in unserem Land hatten. Wenn Sie sich die Gesamtschau der Maßnahmen anschauen, die wir uns für die nächsten 4 Jahre vorgenommen haben, dann kann ich nur sagen, hat der Parteitag der CDU am kommenden Montag und haben die Mitglieder der SPD eine hohe Verantwortung. Sie müssen sich nämlich die Frage stellen, wollen wir diese große Entlastung für Familien in den nächsten 4 Jahren ermöglichen oder wollen wir das nicht? Im Sinne unserer Familien kann ich nur sagen, alle, die hier mitentscheiden, haben eine große Verantwortung. Wir wollen die Familien unterstützen, entlasten, und sie sollen ein Schwerpunkt der nächsten 4 Jahre werden. Und dafür stehen wir mit diesem Koalitionsvertrag, den wir in den letzten Wochen ausgehandelt haben. Ich will nur stichpunktartig die Punkte nennen, weil ich auch den Eindruck habe, viele Maßnahmen, die wir vereinbart haben, sind noch gar nicht bekannt. Wir haben vereinbart eine Kindergelderhöhung um 25 Euro in den kommenden 3 Jahren. Das ist die höchste Kindergelderhöhung, die wir jeweils hatten. Wir wollen den Rechtsanspruch für einen Ganztagsplatz im Grundschulbereich. Wir unterstützen weiterhin beim Ausbau, bei der Qualität und bei der Beitragsgebührenreduzierung im Bereich der Kitas. Wir steigen ein in eine Unterstützung von haushaltsnahen Dienstleistungen, denn wir alle wissen, dass die Hausarbeit der Zeitfresser schlechthin für Familien ist. Und auch hier wollen wir als Staat besser unterstützen, als wir das bisher gemacht haben. Wir haben vereinbart, ein Punkt, der den Sozialdemokraten auch wichtig war, das Thema Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit, was natürlich ebenfalls Flexibilität ermöglicht. Und als öffentlicher Dienst werden wir das Thema Teilzeit in den Führungspositionen in Angriff nehmen. Denn der große Skandal in den Unternehmen und auch im öffentlichen Dienst ist doch, dass, wenn man Teilzeit wählt, oft die Karriere vorbei ist. Und das ist auch der Grund, weshalb gerade Väter es scheuen, mehr Zeit für Familie sich zu nehmen, über längere Strecken mal auszusteigen, über längere Strecken Teilzeit zu arbeiten, weil sie eben Angst haben, dann von der Karriereentwicklung abgeschnitten zu sein. Das ist ein Punkt, den wir uns im Jahr 2018 in diesem Land einfach nicht mehr leisten können, weil wir die Väter in der Erziehung brauchen. Und weil die Unternehmen es sich gar nicht leisten können, auf die vielen Mütter zu verzichten, die nämlich dann vor der Entscheidung stehen, Beruf und Familie, und sich dann größtenteils auch für die Familie entscheiden. Das darf es im Jahr 2018 fortfolgende nicht mehr geben. Beide Eltern, Mütter und Väter, müssen die Möglichkeit haben, Zeit für Familie zu haben, auch mal auszusteigen, auch mal zurückzustehen, auch mal eine Auszeit zu nehmen oder Zeit zu arbeiten und trotzdem noch später oder parallel Karriere machen zu können, weiterzukommen in ihrem Berufsleben. Wir brauchen diese Kompetenzen für unsere Wirtschaft. Dafür setzen wir uns ein. Und deshalb ist das Elterngeld Plus eine wichtige Maßnahme von vielen. Und wir freuen uns auf die nächsten 4 Jahre hoffentlich, wo wir diese erfolgreiche Familienpolitik fortführen können. Nächster Redner ist der Kollege Martin Reich.